Jo, hier ist wieder Ames von Whitebrother LP und heute geht's weiter mit TPC, auch wieder mit Volker und Brot. Ja, das bin ich. Und heute geht's los mit TPC 3, mal sehen, wie weit wir heute in dieser Aufnahme kommen. Constant Daytime Control. Hast du jetzt... Ah, cool, so, jetzt haben wir immer Tag. Das ist cool. Ja, das ist schon mal Vorteil, würde ich mal sagen. Yay, ich bin im Parkour-Shop. Hä, was, wo bist du? Parkour-Shop. Ich kenne die Map selber noch nicht, aber ich nehme mal Time so Challenge. Nee, Moment. Das Standard so mit. Du musst erstmal die Time Trial ausprobieren. Enchant Feather Falling. Enchant Konzept. Protection. Was muss ich ausprobieren? Also hier gibt's einen Knopf. Ach da, okay. Ah. Auf jeden Fall sehr geil. Mal gucken. Was zu essen. Mache ich erstmal Protection. Warum funktioniert das nicht? Ja, vielleicht muss er etwas reinwerfen. Nee, du musst das Dings anklicken. Du musst das, was du verzaubern willst, in die Hand nehmen. Und dann kannst du das verzaubern erst. So, okay. Nehmen wir uns mal einmal von allen was. Habe ich auch. Yay, ich bin schön. Was haben wir denn hier? Protection und... Ja, Feather Falling. Also das, dass wir uns nicht wehtun beim Hinfallen. So. Ja, das hat bei meinen Schuhen jetzt geht das nur einmal. Wunderschön. Also wir haben hier noch die Regeln und die Tags, aber ich glaube, das wissen wir alles. Oder? Wissen wir das? Wissen wir das nicht? Weiß man nicht so genau. Lies noch mal vor, ist schon was her. Ah, okay. Die Regeln, wa? Also... die Regeln, ja, wir müssen auf Peaceful spielen, das sollte, glaube ich, an sein, muss ich gerade mal nachgucken, glaube ich, gleich. Wir merken, wenn die Creeper uns um die Ohren fliegen. So sieht's aus. Ja, wir dürfen keine Blöcke zerbrechen, manche von den Aufgaben, die wir hier gleich erledigen müssen, haben eigene Regeln, die wir befolgen müssen. Und Mods, die die Bewegungen verändern, sind nicht erlaubt. So, dann, und wir können keine... Kommandos mit wie slash time, toggle downfall und weather verändern. Und unser Game Mode muss im Adventure sein, was schon über die Server Properties eingestellt ist. So, ich. Gut, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ja. Hier durch diesen unauffällig gespannten, Ja, ich beginne jetzt. Checkpoint. So, Challenge 3. Ja, du hast es drauf, vor mir wegzulaufen. Ich weiß nicht, wo du. Ah, okay. Ich bin direkt hinter dir. Wir bist auch gekommen. Moment. Indem du auf dieses Checkpoint-Ding klickst. Oh, das habe ich nicht gesehen. Sehr geil. Okay, mal gucken, wie oft wir dieses Mal failen. Moment, muss ich jetzt Stage 1 gehen, oder? Ja, natürlich musst du Stage 1 gehen, weil ich bin jetzt erst bei Stage 2 angekommen. Und wenn du bei dich zu Stage 2 porten würdest, wärst du zwar bei Stage 2, aber müsstest durch diese Tür, die du erst freischalten kannst, indem du diesen Hebel umlegst. Okay, das war einfach. Ja. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich den richtigen Weg sprinte. Nein, fuck. Na, scheiße. Muss ich erst darüber und dann da hinten hin, oder wie stellen die sich das vor? Ich weiß es auch noch nicht so genau. Man hat jetzt hier so eine 50-50 Chance, das ist so ein bisschen asozial. Ach so, hier ist ein Fall, okay. Ich nehme das zurück mit dem asozial. Ach so, und Checkpoint, okay, dann öffne ich den mal. Ich bin schon ein bisschen weiter als du, denke ich. Jein, ich bin nämlich direkt hinter dir. Nachdem ich zweimal versagt habe. Ja, also ungefähr so wie du. So, immer schön mit Ducken im Sprung, ne, damit man sich nicht auf die Fresse legen kann. Ach so. Das habe ich nie gemacht. Gut, dass mir das auch mal einer sagt. Nein, scheiße. Jetzt bin ich irgendwie nicht gespürt. Jetzt auf den Kaktus? Nee, oder? Ach so. Ah, fuck. Boah, da hat's gerade mies geruckelt. Da geht's lang. Okay, ich bin schon beim nächsten. Ah, das ist natürlich Checkpoint. Schlecht, weil ich irgendwie das Ding nicht auf die Kette krieg. Achso, Moment, jetzt muss ich ganz zurück. Okay, Checkpoint Center. Okay. Muss ich denn jetzt... Ich war gerade bei 3-4, Moment. Da musst du... Warte, hast du 3-3 zu Ende gemacht und bist jetzt bei 3-4? Ja, dann musst du gleich auf 3-4 klicken.
Nee, auf 3-4 komme ich da, wo ich gerade war. Oder muss ich jetzt hier weiter und... Hä? Ah, nee, ach so. Ah, okay, ich hab's schon. Ich bin einfach nur blöd gewesen. Och, okay. Leitern, meine besten Freunde. Wo geht denn das Spiel los? Ach da, ah, okay. Ja, ich hab's gerade auch. Das meinte ich, okay. Ja, jetzt wird sich dieses Stage ein bisschen verzögern, weil es sind Leitern da und wie ihr alle wisst, funktioniert das bei uns ausgesprochen gut. Ey, ich krieg's hin. Du kannst übrigens direkt auf die hintere Leiter springen, ne? Oh. Ja, das wollte ich nicht ausprobieren. Das geht aber, ich hab's gerade eben gemacht. Also mit den Leitern hatte ich jetzt nicht so das Problem. Ja, wie du siehst, ich schon. Na gut, das ist man ja von dir schon gewohnt. Oh, scheiße. Ja, das wird jetzt hier lustig. Glaube ich. Okay. Ich komme gar nicht mehr voran. Es ist so... Ja. Warum kommst du nicht mehr voran? Weil ich gefühlt einfach... Ich verstehe dein Problem nicht, ne? Ich bin durchgekommen. Ja, das ist schön für dich, aber ich war hier runter die ganze Zeit. Ah, bei dir ist die Anziehungskraft höher gestellt, das habe ich extra so gemacht, nee, Spaß. Ja klar, kann man jetzt einstellen. Minecraft mit null Gravity. Fliegst mit Jetpack durch die Gegend. Irgendwo konnte man das mal einstellen. Ich könnte mir das gut... In irgendeiner früheren Version konnte man, glaube ich, auch Gravity ändern. Vielleicht eine Server Properties. Wenn ihr das wisst, könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben, falls das noch geht. Mich würde das mal interessieren. Ja, dann setze ich das aber bei. Dann setze ich das bei dir aber ganz hoch, du. Ich glaube, das ist serverspezifisch und nicht Spieler. Ne, ich glaube, man kann das auch für einzelne Spieler machen. Oh, warum springst du denn nicht zuerst an die erste Leiter, du? Versuche ich ja, aber das funktioniert. Nein, an die seitliche. Ja, hier, ne, da, also wo ich jetzt gerade rund, also hier. Ja, richtig. Das schaffe ich nicht. Sieht jetzt so aus, ja, ich mach dir den Checkpoint nicht auf, ne? An dem ich gerade stehe, ich warte jetzt einfach nur noch auf dich. Yay, yeah, du bist zum nächsten Sprung gekommen. Und hier war ich eben schon, muss ich dazu sagen. Moment. Ich setz mich mal in Game Mode, damit ich das geiler filmen kann. Filmen. Du bist jetzt der Kameramann in Minecraft, oder wie? Nein! Was ist das denn? Krasser Scheiß. Ich hab das... Scheiße, ich muss die Stage auch nochmal machen. Wenn du dich in Game Mode setzt, was ich vorher nicht wusste, dann hast du ein bisschen verkackt, weil dann wirst du einfach zurückgeportet. Ja, würde ich mal sagen, du hast hart gefailt, ne? Das ist natürlich jetzt mal ultra scheiße. Vor allem dadurch, dass ich das nicht wusste, ist das natürlich noch behinderter. Ah, ich kann ja direkt zu Stage 4 gehen, wa? Weil du da ja auch hängst. Meinst du, du schaffst es heute noch? Nein. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, unbedingt. Hey, ich benutze die ersten Leitern gar nicht. Ja, ich eigentlich auch nicht. Okay, ja. Du kannst nicht direkt rüberspringen. Aber du siehst, funktioniert das nicht immer. Du kannst nicht direkt rüberspringen. Doch, habe ich eben gemacht. Also du musst genau durch die Mitte springen. Ist ja mal voll scheiße. So, das Problem ist, ich bin einfach zu blöd, dann von der dritten Leiter noch weiter zu springen. Los, hopp. Ich verstehe jetzt dein Problem nicht so ganz. Ich weiß es nicht. Sorry, das hat vielleicht gerade ein bisschen Lärm gemacht. Wenn man sich dann versucht zu kratzen, direkt sein ganzes Headset von der Birne haut. Ja, das ist schon mal gut. Ja, Alter, du schaffst ja noch nicht mal den ersten. Natürlich! Das ist der erste. Ja, gut, den schafft jeder. Den ersten Leitersprung, meinte ich. Komm, mach mal Checkpoint auf. Das ist... Ah ja, meine Güte. Ja, aber da muss ich erstmal durch. Komm ich da hoch überhaupt? Gar nicht. Du musst übers Warp Center oder übers Dingens Center da gehen. Jetzt stehe ich hier am Anfang der Stage 23, aber hier ist eine Tür. Die müsstest du öffnen. Stage 23? Ja, also Nummer 3 von 5 bin ich jetzt hier. Da ist die Tür aber zu. Dafür müsstest du die erstmal aufmachen. Dankeschön. Aber gerne. Glaub mal, das wird nicht einfacher. Ach, Quark. Klar doch, ne? So hat man ja bei uns am Anfang gesehen. Bei uns wird immer alles einfacher. Je schwieriger die Aufgaben werden, desto einfacher wird das hier. Zumindest für uns, ne? Was? Nein! Scheiße. Ja, da musst du sprinten. Ich wollte es nur mal gerade gesagt haben.
Also. Jo, geschafft. Ich hab den Checkpoint aufgemacht, also wenn du dich jetzt backportest, musst. Achso, du machst es noch. Na ja, gut, dann leide. Ja, ich probier's zweimal. So, weil. Hier muss ich jetzt hier runter oder wie haben. Achso, okay. Ich weiß nicht, ich finde das so ein bisschen Mongo-mäßig. Wenn man sich. Oh scheiße, sehr gut. Ich bin einfach ein totaler Mongo. Ich habe den letzten Sprung nicht hingekriegt. Bei was sind wir? 3-5? 3-6? Ich bin 3-5, glaube ich jetzt. Ne, 3-6. Also, ja, stimmt. Okay, 3-6. 3-5 hatte ich noch freigeschaltet. Wovon träumst du nachts? Scheiße. Oh mein Gott. Jetzt bin ich zu schlecht. Nein! Nein! Verdammt! Ich bin schon einmal rum gewesen. Ja, das ist natürlich schlecht. Ah, jetzt geht's.